Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir beginnen die Folge mit einer wunderschönen Aussicht über die City. Einem Heißgetränk und noch eine unnötige Nachricht, die wir nicht brauchen. Jasmin ist auch dabei. So. Du bist unnötig, Alter. Ich muss mich erstmal wieder runterbauen hier. So. Ja, bau dich mal nicht immer so auf. Ja, ich habe mir immer richtig aufgebaut hier. Aufgeblustert. So, ich suche immer noch die Tools, Stitches, Bücher für den Erdbohrer. Noch sind wir ja nicht am Ziel angekommen. Aber die werden uns auf jeden Fall, oder der Erdbohrer wird uns auf jeden Fall einiges erleichtern, wenn wir Munition herstellen wollen, wenn wir bauen wollen, weil wir die Baustoffe und die Rohstoffe, ja, werden dann Zaun hingesetzt. Die Rohstoffe für die Munition natürlich schnell mehr zusammenkriegen. Alter, hast du das gleiche oder was? Ja, da war nochmal ein Zaun. Zaun? Ja, da war aber ein, da war irgendwer Zaun? War da ein Zaun. Da war jemand richtig motiviert, Zäune zu bauen. Also der hat da Meter gemacht, da glaubst du nicht. Ist das hier, ist das ein Baumarkt? Nee, ist Passen Gas. Aber hier können wir auch mal reingucken. Ich bin hier absolut in so einem Bruchviertel. Jasmin, das musst du sehen. Hier ist alles kaputt. Tools, Ditches und Electrical Traps. Da habe ich eigentlich Chetons hier drin. Hast du höchstwahrscheinlich gefunden? Ja, I guess. I keine Ahnung. I keine Ahnung. Du Witzbold. I habe das aber vorgeschlagen. I, du bist ein I. Du Eierkopf. So. Service. Hier haben wir nochmal Wiring, Tech Planet und das haben wir schon tausendmal gelesen, aber wir nehmen es trotzdem nochmal in unser Wissen mit auf. Bisschen Wissen auffrischen ist ja immer in Ordnung. Judendach. Haben Sie rein zufällig Tools, Stitches Bücher hier im Laden, im Verkauf? Hat sich ein bisschen angehört wie ein Ja. Ein Sportdrink. Goldrudentee. Wir können natürlich elektrische oder mechanische Komponenten noch mitnehmen. Kommt dieser verdammte Kfz-Mechatroniker. Ich habe doch nur ein Fahrrad. Ha! Er ist wieder runtergefallen. Dem guten Mann geht's gar nicht gut. Maybach. Oh, das ging ja easy. Easy going. Das war ja schlecht. Wo ist mein Fahrrad? Häbe hier. Da. Ach hier. Der war oben. Ich dachte, der kommt jetzt auch noch die Grube hoch. Reparaturkit, bisschen Benzin. Reparaturkit. Ein Reparaturkit. Ja, nehmen wir mit, nicht? Hier haben wir noch so einen Lüfter. So. Den ganzen Sprit mitnehmen, nicht? Tasche. Eine große Tasche mit einer Jacke drin. Toll. Was ist denn Oscar? Nur Benzin hier. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Du siehst mich doch auf der Map. Ich bin 433 Meter von dir entfernt. So, jetzt haben wir ordentlich Sprit, Jasmin. Jetzt fehlt nur noch das Auto. Für euch verschwende ich keine Munition. Für dich schon. Dich mag ich nicht. Ja. Mai, oh Mai. Drauf erstmal Beruhigungstee. Ah, scheiße, der ist noch. Entschuldigung, aber der ist noch richtig heiß. Ja, wenn du ihn gerade gemacht hast, ist es klar. Aber du bist ja schon groß, du müsstest das ja eigentlich schon wissen, ne? Alter ist nur eine Zahl, Jasmin. Alter ist nur eine Zahl. Ja, das stimmt wohl. Bei dir sowieso. Ach, da oben. Ich dachte gerade, ich habe gar kein Essen mit mehr. Aber dass ich das schon aufgebraucht habe.
Warst du hier schon in der Hütte drin oder was wahrscheinlich? Ja, so leer aus. Sieht leer aus. Obwohl hier schon drin. So. Fessengas-Kiste. Benzin und nochmal ein Autobuch. Aber eine Crack-a-Book-Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir da drin? Kochen. Kenn ich schon. Electric Traps. Hm. Gut, haben wir die Tankstelle durch? Gehen wir zum Bauernhof. Wo ist mein Fahrrad? Da hinten. Oh Gott, da ganz hinten. The end is here. Ja, dein Ende ist da. So. The end is at the end of the road. Ey, das ist aber eingezäunt hier. Das sind bestimmt Schweine? Können wir das hier öffnen? Nee. Ist da Strom drauf? Nee. Oh Gott, 1000 HP. Ey, hier ist ein Zaun, der ist mega geil, wenn du da durchschießen willst. Hm. Den müssten wir auch bauen. Hm. Aber der ist bestimmt voll teuer. Hm. Hm. Bist du ein Hacker oder was? Ne, die kamen direkt um die Ecke und im Haus ist irgendwas explodiert. Was ist das? Hier ist ein grüner Verbrannter. Oh, das ist jetzt aber ungünstig. Wieso sind hier so verdammt viele Zombies? Weiß ich nicht. Alter, warum sind hier so viele? Wenn hier ist. Ja. Hund! Ja. Die haben wir doch gleich. So, jetzt noch einmal schnell nachladen hier. Ah, da. Ich habe immer noch diese diese Spannungsmusik. Okay. Ich hab gar keine. Ist noch ein dicker Holzfäller. Den wir natürlich dreimal nicht getroffen haben. Geh mal dich daran. So. Und irgendwas ist hier in der Scheune. Ach, könnte das vielleicht so ein Dicker gewesen sein? Hier so ein Polizist, dass der geplatzt ist? Aber wieso sollte der... Ich habe den noch nicht getriggert, oder? Okay, da komme ich nicht hoch. Aber es geht nach oben. Hm, müssen wir einen anderen Weg finden? Wir haben noch ein paar Fässer. Warte, ich fahr hier rein. Stromgenerator. Hier sind noch ein paar, so eine Bauwagen. Im Hänger ist noch eine Tasche. Hey, Hose drinne. Ja, Jasmin. Erste Mal hier. Nee. Nochmal zwei Bücher, aber immer noch nicht das, was ich suche. Hm, die sind aber ärgerlich. So, das haben wir geregelt.
ist geritzt. Das ist hier ritzt. Ja, eine Toilette wird auf jeden Fall kein Buch sein, ne? So eine Scheißhauslektüre. Hast du eigentlich das Reel gesehen, was ich dir geschickt habe? Du schickst mir ständig was, keine Ahnung. Im Einkaufsladen mit dem Klopapier? Ich guck mir die nicht immer an. Bitte was? Weißt du, wie viel Arbeit, Mühe und Zeit ich da investiere, dir die lustigsten Reels rauszusuchen? Mhm. Wo sind denn die lustigsten? Na, hab ich dir doch geschickt. Oh nein. Ja, genau. Hier ist alles grün. Zumindest der Geier normal. Geht. Der Vogel kann mich mal. Oha! Oh! Oh, du alter Schlawiner. So, aber der war wirklich normal. Was kann ich denn noch hier? Komm, scheiße. Auf mir gar nichts. Was? Hm? Ich hab nichts gesagt. War das jetzt ein Zombie oder hat die Neme geschneit? Ich glaube, die hat Neme nur geschneit. Hm. Ah, jetzt habe ich die Zeitzünde im Fahrrad. Nee, Quatsch, hier. Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder. So, jetzt habe ich hier noch zweimal Shamway. Und Sammel... Achso, das habe ich rausgeschmissen. Nicht das, das wäre Müll. Das können wir essen. Eine ganz delikate Speise. Ich schmeiß mir das Papier weg. So, dann können wir wieder runter. Weiter geht's. Fahrrad da hinten. Ah, Jasmin, ich werde diese Bücher nie finden. Nö. Da wird's die Alpha 38 geben, bevor ich diese Bücher zusammen habe und das erste Mal in meinem Leben den Erdbohrer besitzen darf. Hätte ich doch nur einen PlayStation-Controller. Könnte ich jetzt drücken. R1, R2, L1, L2. Zweimal Level links, up. Zweimal oben, zweimal unten. Moin! So, einfach mal dran vorbeigefahren. Kackfrech. Voll ignoriert. Das halte ich von ihm. Postal Office. In so einem Postladen könnten noch Bücher sein, ne? Nee. Doch, im Zeitungsständer war schon mal eins. Ich hab schon wieder eine Mücke an der Hand gestochen, ey, das ist ja ätzend. Warte mal, bevor ich jetzt hier reingehe, das, was ich im Fahrrad habe, das kann ich ja schon mal stacken. So. Dann haben wir noch mal ein paar Plätze frei. Viele Baumstämme hier. War das wohl? War das. Ah! Ja, oder? Es war halt so ein kleiner aufdringlicher Springer. Da liegt irgendwo eine Kiste. Kann ich da mal hin? Boah, ich da mal hin. Ah, hier. Das ist halt nur doof, weil ich voll bin, ey. Das da halt brauchst du ja eh nicht mehr. So. Ich weiß nicht, ob ich beim Forge Ahead noch was lernen kann.
Aber ich glaube, die habe ich voll. Oh, jetzt fehlt mir aber erstmal noch Tools, the Chest. Da könnte doch was drin sein. Working Stiff Tools. Ja. Eins jetzt. Ich glaube, vier brauche ich noch. Können wir einmal kurz gucken. Erntewerkzeuge, vier. Also falls du welche findest, vier Stück optimalerweise, dann sagst mir Bescheid. Was? Tool Stitches, die schwarzen Bücher. Eins habe ich gerade gekriegt. Ne, zwei habe ich gerade gekriegt. Oh, geil. Kriege ich die auch? Bevor ich mich hier umsonst freue, weil du die selber lernst. Jetzt zwei habe ich hier. Oh, das war aber geil. Aber du brennst wohl, Kollege. Du hinter... Oh nein. Das war knapp. Das hätte jetzt aber auch nach hinten losgehen können. Jetzt haben wir hier nochmal elektrische Traps. So, das war in der Kiste drin. Sehr gut. Schön, schön. Ja. Oh Gott, der kam von oben. Eieiei. Ich war mir so sicher, dass der unter der Treppe ist. Rüstung schwach. Was ist denn schwach? Oh, alles ist schwach. So. So. Der ist noch gut und der eigentlich auch, aber den machen wir auch mal mit. Kein Platz im Inventar. So, paar Blätter. Gehen wir erst hoch. Ne, oben ist zu, da lassen wir noch zu. Ja, ja, das fällt gar nicht auf. Das sieht doch keiner. Jasmin, hast du was gesehen? Nee. Das siehst du. War mir doch so. So, Badezimmer. Irgendwas Interessantes. Bisschen Papier aus der Toilette. Okay, Kleider brauchen wir nicht. Kleider machen Leute. Na gut, dann gehen wir noch einmal aufs Dach gucken. Würde ich sagen. Warte mal. So. Der Witz ist, dass... Hier ist kein Dach, hier ist ein Dach. Ach, Boden, er ist vor mir gespawnt. Das war jetzt aber... Boah, da ist er direkt vor mir aufgeploppt eben. Ich bin hier beim Brandlöschen, ey. Beim Brandgebiet? Jo. Da bin ich. Ich lese gerade ein bisschen Lektüre. Aber leider nicht meine Lektüre. Ich wäre gerne ins Schneegebiet mal gefahren oder so. Boah, hier ist ein bisschen müde, so, und da ist meistens Messing drin.
Also hier ist nebenan auf jeden Fall noch wer, aber ich weiß nicht, ob die rüberkommen kann. Hast du schon Messing gefunden, ein bisschen? 1060 Messing, ja. Und 2 Heizkörper. Ja, ich hab, Blei habe ich fast 3000. Nur gefunden jetzt oder hast du auch abgebaut? Hab ich abgebaut. Ah. Wieso kann ich keine Munition mitnehmen? Ich bin jetzt im Brandgebiet. Oh, ich finde das hier so scheiße, ey. Ich habe vielleicht auf der Suche nach meinen Büchern. Oh, geil, hier ist eins. Ein bisschen mit meiner Munition gearscht. Weg hier. Ah, wenn wir den Erdbohrer. Da war ein Rucksack, ne? Wenn wir den Erdbohrer erstmal haben, dann können wir haufenweise Munition machen. So. Haben wir hier noch ein bisschen Lektüre für mich? Oh, das ist aber ein schönes Hotelzimmer, da muss ich ja schon sagen, ja. Ich gehe hier nicht allein ins Brandgebiet, ich mag das nicht. Ja, also ich sag mal, die könnten zumindest das Badezimmer noch mal ein bisschen sauber machen, aber sonst ist es schön hier. Oh ja, die Aussicht ist gut. Kannst die halbe Stadt sehen. Ach, Gammelfleisch. Hallo? Ah. Na. Hi, na, wie geht's? Gut. Schön. Das freut mich. Mhm. Hm. Und sonst? Ja, läuft, läuft. Ah, schön, schön. Das freut mich. Jo. Hm. Und Maste? Was? Weiß nicht. Was denn? Hä? Was? Was? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ja gut, du überrascht mich immer wieder, ne? Ey, die haben mich über eine Hände gestochen. Das ist voll ätzend jetzt hier beim Spielen. Die Mücken? Das juckt, ja. Ja, wären es mal Wespen gewesen, ne? Mhm. Ja, das wird nix, du. Mm. Auch nicht. War hier ein Vogel? Shumway Foods. Brandgebiet, da will ich aber nicht hin. Shumway Foods, das macht jetzt auch nicht so Sinn. Mein Gott. Du kannst ja stehen. Brandgebiet ist aber riesig, ey. Pay to park. Ich dachte gerade, der hat einen Lootbag abgeworfen, aber dahinter war ein Hydrant. Hm. War ich hier in den Elektronikladen schon drin? Nee, ne? Nee, das war ein anderer. Jo, gut, dann stöbern wir mal ein bisschen. Hier haben wir noch ein Clear Audio. Oh, nehmen wir mit, ne? Oh, hier sind Bücher. Das ist ja cool hier. Mir schon gedacht, dass das eine Falle ist. Oha. Ja, das ist kugelsicheres. Oh oh. So, was haben wir denn hier drinne? Geschossspitzen. Ich habe mein Ziel noch nicht erreicht, Jasmin. Ich wollte diese Folge alle Bücher fertig haben eigentlich. Und dann wollte ich einen Erdbohrer machen. Und dann wollte ich aber eine richtig geile Erdbohrer-Folge machen, wo wir richtig geil nach Erdbohren.
Erd. Erd. Was habe ich geöffnet? Oh. Ja gut, streng genommen, wir haben ja sowieso keine Magnum, ne? Wir können ja mit der Munition noch nicht so viel anfangen. Nee. Mo Power Elektronik. Aber haben wir. Ja, ne, sicher. Oh, du brauchst noch ein bisschen. So. Öffne mir die Tür. Simsalabim. Willkommen in Minecraft. Hm? Hier sind gerade viereckige. Ja, hier sind viereckige Blöcke durch die Gegend geflogen. Hm. Oh, ich hab schon wieder Durst. Wo ist er? Ach, du Pack. Alter, hat er mich getroffen, Frau. Boah. Da hätte ich jetzt aber fast den Kürzeren gezogen. Ich habe jetzt nur Gold und einen Tee. Ich hätte mal den Melissa-Kaffee nehmen sollen, ne? Alter, ist hier viel los. Großstadt-Feeling. Ach, hier ist das, wo wir gebaut hatten, als erstes am Anfang. Gehen sogar noch die Blöcke. Ist das okay für dich, wenn ich mal im Men's Club gehe? Doch. Hier ist Woman Diamonds Men's Club. Mhm. Daneben ist eine Wäscherei. Das wäre dann wahrscheinlich so dein Milieu. Und daneben ist noch ein Club, der heißt Dude. Kommst du darauf, dass das mein Milieu wäre? Da steht Laundry. Also ich hätte jetzt... Ah, guck mal einer an. Das ist eine Tänzerin. Zeig mal was, Puppe. Die Show gefällt mir nicht. Wieso sind die dann alle hier so orange und schnell? Langsam mal ein bisschen sparsamer vorgehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht guter Dinge, dass ich hier meine Bücher finde. In diesem Men's Club. So. Aber ist ja egal. Ich kann ja trotzdem mal durchgehen und gucken, was hier so ist, ne? Ja, ne? Kannst du machen. Da kommt was angekrabbelt, gelaufen. Er kann sich nicht entscheiden. Ich hau ihm die Hucke voll. Ich hab einen Honig in der Tasche. Nimm dies und das und jenes. Hi. Au. Ich bin so schlecht. Aber er stand ja auch so weit weg, ne? Also da kann man schon mal daneben schießen. Da habe ich jetzt echt keine Ausrede. Jo, was? Oh, geil. Hier ist nur eine Cracked Book-Kiste und Shotgun Messias. Cool Stitches. Oh, ich liebe es. Und. Schockstabteile. Zwei Bücher brauche ich noch. Rein theoretisch hast du die ja für mich, ne? Zwei habe ich, ja. Ich gehe hier noch einmal durch. Wenn ich jetzt hier keine finde, dann würde ich die Bücher gerne nehmen. Wenn es für dich okay ist. Nee, ist es nicht. Nö, das habe ich mir gedacht, aber ich möchte die trotzdem haben. Nö.
bitte, Jasmin. Sei mal nicht so. Was ist das hier für eine Kammer? Wofür ist das gut? Ist das so ein Rückzugsort, wo ich mich mit meiner temporären, kostengünstigen Dame zurückziehen kann? Oder nehme ich die eigene Frau mit? Ist ja Mensklapp, ne? Manche chillen hier alleine. Ja. So. Ach, du bist die Kugel nicht wert. Aber in diesen komischen Kabuffs ist nichts drin. Moment. So. Jetzt haben wir nochmal einen Schwung Müll. Hier ist der Ausgang und der Ausgang geht aufs Dach. Oh Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab dich unten schreien hören und hier oben war der Ton weg. Oh, es tut mir leid. Ja, ich glaube, da ist das Mikro bestimmt auch abgeschmiert gerade. Aber ich habe mich gerade so erschrocken. Alter. Ja, ja, gut. Ich werde gleich Honig verwenden. Oder auch nicht. Boah, ich gehe sehr stark davon aus, dass das Mikro da gerade dicht gemacht hat. Das war zu laut. Ja, ja, ich brauche mal ein anderes Audio-Interface. Meins ist zu niedrig, eigentlich. Für das Mikrofon. Mit einem anderen Audio-Interface würde das wohl gehen. Bei Limiter habe ich ja schon eingestellt. Au! Wie gefällt dir das, hm? Ist nicht die nette Art, oder? Ich habe noch krasse Musik, aber ich sehe keinen. Scheint auch nur noch einer zu sein. So, Crack-a-Book. Drei Bücher drin, aber nicht das, was ich suche. Das können wir knacken. Das kann weg, das kann weg. Was ist das? Aber nicht die schwarzen Bücher wegschmeißen. Eins von deinen beiden Büchern kannst du auch lernen. Eins habe ich nämlich noch gefunden. So. Nee, ich wusste mich hier gerade ein bisschen auf. Bist du in der Basis? Jo. Ah. Soll ich mal... Oh Gott. Soll ich mal langsam wieder zurückkommen? Mach doch, weil ich möchte abends da nicht rumgurken. Wieso wir später haben... Oh. Hast mir auch nichts gesagt, ne? Warum kommt der nicht durch bei dir? Nur sagt, oder ping. Ja. Genau. So, ich kann jetzt zurückkommen. Ich habe die Bücher selber gelernt. Rein theoretisch sollte ich in der Lage sein, den Erdbohrer zu machen. Zumindest Stufe 1. Mechanische Werkzeuge. Jo, geilo. Obwohl, wenn ich nochmal 10 Bücher habe, dann habe ich Stufe 2. Wieso? Auch zwei Bücher. Wie kann das hier sein? Ich brauche insgesamt 10.
Alter, sie ist schnell. Ich muss nur erstmal. Wieso leckt denn das jetzt hier so? Boah. Mein Fahrrad steht irgendwo da ganz hinten, ne? Oh, ich muss erstmal einen richtig weiten Weg zurücklatschen. Hm. Obwohl, nee, so weit, das muss hinter dem Haus hier sein, oder? Pay to park. Ist also schon mal nicht so weit weg. Ach, da liegt's doch schon. Da. Upp. So, dann komme ich einmal nach Hause gedüst. Ich mache aber erstmal die Markierung weg. Ja, oder eben nicht. Ich bin gerade ein bisschen doof. So. Ist ja kein Problem nicht, ne? Hallo. Ah, der Polizist ist so pervers, der schnuppert am Men's Club. Das hat er gehört. So. Schön. Ah, hat sich der Ausflug ja gelohnt. Dann haben wir genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Ich habe wahrscheinlich mehr Munition verballert, als ich eingesammelt habe, aber dafür habe ich noch ein paar andere tolle Sachen mitgebracht. Eine Menge Messing, Patronenhülsen, Geschossspitzen, Zeitzünder. Hm. Ja, war schon mal eine gute Ausbeute. Aqua Planning. Ob ich mein Fahrrad quasi verliere, wenn ich da reinfahre? Ist noch so weit weg. So, wir erreichen ihr Ziel in 800 Metern. No. Wenn hier Honig drinne wäre, würde ich mir einen gönnen. Ist aber nicht. Honig haben wir nach. Nee, ich brauche keinen. Ich hätte nur was getrunken. Ja, ich hätte auch an der Pfütze trinken können, eigentlich. Hä? Haben wir das ganze Schießpulver aufgebraucht? Ja, wir nicht. Jasmin, bitte. Du hast das aufgebraucht, glaube ich. Ja, oh, alles gut. Ich habe da noch für alles. So. Ich hab ja meine Kramkiste hier. Jetzt kommt gleich noch der spannende Teil. Kisten einsortieren. Ach, spätestens jetzt haben alle abgeschaltet. Oh nein. Mhm. Scheiße, der ist ja gleich zu Hause. Ring. Fuck. Was war denn das, ja. Jasmin? Hm? Reiß dich mal zusammen. Oh. Wir haben Gäste. Mhm. Ich habe einen Bunny Hop über den Müll rüber gemacht, ohne hängen zu bleiben. Das stimmt ja nicht ganz. Ich bin zwar hängen geblieben, aber es lag nicht am Müll. So, schicke Sache. Achso, ich kann mein Fahrrad sowieso nicht aufnehmen. Komm ich bis zu deiner Leiter vorgefahren, weißt du das? Keine Ahnung. Oder haben wir das hier alles zugebaut? Du. Du, die sowieso viel zu dicht an meiner Hut rangekommen ist. Wir müssen mal irgendwie Begrenzungslinien ziehen. So. Fangen wir hier erstmal an. So.
Oh, wir haben sogar einen Stack Honig voll. Ist ja geil, ne? Rezepte, Wasser, wir gehen auf Max, sind 34. Die schmelze ich mit ein. Das kommt noch hier mit rein. Oh. Habe ich hier natürlich keine, aber das können wir schon mal rüberpacken. Das und wo habe ich es? Hier. Wie spät ist das? Also. Ich sortiere nur noch ein. Ja? Mhm. Brauchst du die Bücher jetzt noch? Nö, aber ich würde sie trotzdem gern lernen. Und einen Erdbohrer würde ich mir gerne bauen. Da ist doch schon wieder irgendwo was in Gange. Schreier. Echt? Ich glaube. Nee, hört sich nicht so an wie eine Schreierin. Wo denn? Bei dir eine Treppe. Doch, das ist eine Schreierin, glaube ich. Bei mir eine Treppe? Naja, an diesem komischen Podest. Messing schmilzt du nur auf dem Dach ein, ne? Ist egal, ich schmelze das überall ein. Das ist aber nicht sehr durchdacht. Doch, kann ich nämlich oben und unten gleichzeitig machen. Aber so könntest du eine für Geschossspitzen, eine für Hülsen nehmen. Ist doch egal. Ich kann bei dir nichts einschmelzen, weil beide Schmieden besetzt sind. Ja, sind beide voll Messing her. Ja, ich pack das hier in eine Kiste. Hä, wieso in dem? Unten ist doch Messing. Pack doch da einfach mit rein. Unten ist kein Messing. Doch irgendwo Messing. Wo? Doch irgendwo Messing eingeschmolzen. Ich pack die Heizkörper da auch mit zu. Drei Stück habe ich an der Zahl. So, jetzt mein Bicycle ausräumen. Hä, wo habe ich denn das Messing jetzt hingepackt, ey? Ich weiß es nicht. Dip, da, da. Hast du... Ah ja. Gut. Bin gerade in deinen komischen Burggraben gefallen. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da, Jasmin? So, den rüber. Zeitzünder. Die würde ich hier noch mit reinschmeißen. Keine Ahnung, ob ich das vielleicht schon eingeschmolzen habe. Jetzt ist eine Schreierin da. Aua. Ist sie bei dir? Nö, also ich höre sie nicht. Hä? Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Ich glaube, die ist bei mir im Bunker. Der ist eine Schreierin, ne? Hm. Schmilzt ein, lass sie weg, lass sie so. Die können wir noch einsortieren. Aber jetzt kommt erstmal das Wichtigste. Erdbohrer. Motorwerkzeugteil, Fahrradlenker.
Heißt, haben wir einen Fahrradlenker? Hä, wo ist sie denn? Hä? Motorradlenker. Fahrradlenker. Hä? Teuer. Wie blind? Also zweimal Klebeband. Hast du das Klebeband auch gebraucht? Musst du ja. Oh Mann! Kann's doch nicht sein. Warum kommen die immer zu mir? Weil wir beide bei dir sind. So, zweimal Klebeband. Brauchst du Hilfe? Nö. Okay. So. Zwei Lieder. Ein mechanisches Teil? Ein Lenker? Okay. Sechs Rohr. Und zwei Federn, ne? So. Jetzt käme der Erdbohrer. Und der braucht Motorwerkzeugteile. Habe ich da. Lenker stelle ich her. Motor haben wir. Haben wir noch einen Motor? Ja, einer ist noch da. Glück gehabt. Willst du jetzt die Bücher haben müssen oder wieder, nicht? Ja. Wir müssen wieder Autos abbauen, ne? Mache ich schon die ganze Zeit. Okay. Ja, nicht wir, du. Hast du den Schmelztiegel unten rausgenommen? Hä? Du solltest mir doch einen machen. Den habe ich genommen, den du mir gemacht hast. Ach, oben. Ich muss nur ganz kurz warten, dass mein Stahl hier fertig ist. 41 Sekunden noch. Das ist mir die Munition nicht wert. Oder das Huhn ist die Munition nicht wert, sagen wir es mal so. Ach, die ist unten. Mhm. Was machst du denn da wieder für Döniken? Ich mach Munition. Aha. Erwischt. So. So viel Nitrat haben wir gar nicht. Ich dachte, wir hatten voll viel Nitrat, ey. Kümmern wir uns bald drum. Hm? So, Erdbohrer. Oh, geil. Kann ich ja so lange das... Hier, Klebeband habe ich hier, ne? Ich habe schon drei Stück wieder in der Kiste. So. Oh, die macht sich hier aber fett, ey. Oh, ich... So. Dann... Wollen wir Sense machen hier heute?
Ah ja, ey, kleinen Moment, ich will nur einmal kurz was gucken, wenn es okay ist. Nach 10. Ja. Ja, da müsste man einen Cut machen und nächste Folge den Erdbohrer rausholen aus der Werkbank. Na gut, dann machen wir hier einen Cut. So, wir sind weg. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schaltet gerne ein, lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.